Jo, liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen. Aber so kommt man am schnellsten wieder zurück nach Alabastia. Ja, ich habe euch da ein bisschen was gezeigt, auf jeden Fall. Wenn ich ehrlich bin, hier auf der Route 1 ist für mich kein Pokémon dabei, deswegen werden wir es lassen. Aber wir werden es trotzdem was Mirabla oder so. Taubsi fangen, allein um die Pokédex-Einträge zu bekommen. Oh, ein fabelhafter Wurf, sehr geil. Patsch, haben wir das auch gefangen, wunderbar. ...29 Erfahrungspunkte für ein neues Pokémon, 3,6... Klar, umso stärker die Pokémon, umso mehr Erfahrungspunkte gibt es natürlich auch. Es bleibt auch bei dem System dabei, dass man für die Trainer allerdings bekommt. Aber man muss die Pokémon nicht mehr besiegen, um Erfahrungspunkte zu bekommen, sondern die fangt die einfach ohne Ende. Ihr kriegt die... teilweise auch für die ganzen Trainerkämpfe, bekommt ihr dann irgendwie keine Ahnung, 5 Pokébälle. Ihr habt ja mit mehr als genug. Und Geld. Macht euch da keine Sorgen drüber. Also so funktioniert das ganze System. Ja. Genau, ist mein Team aufgenommen. Und dann will ich mir das Viraplan noch gerade fangen da unten, weil dann habe ich das auch weg. Dann habe ich das nämlich auch als Eintrag. Wir haben 42 Pokébälle, also falls du jetzt schon. Ja, noch nicht ganz. War kein fabelhafter oder sonst irgendwas Wurf, sondern ein. So, Mirapla wurde gefangen. Ich muss auch ein bisschen noch drüber gucken, alles gut. Es gibt nur 18 Erfahrungspunkte. Aber eine Beere hat es gegeben. Eine Nanab-Beere. Und einen weiteren Eintrag. Mirapla ist eigentlich ganz cool. Könnt ihr eigentlich tatsächlich als Pflanzen-Pokémon schon nehmen. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, wie mein Team aussehen wird. Ich habe noch gar keine Gedanken gemacht, so ein bisschen. Aber ich glaube, eins weiß ich schon, so ein bisschen. Aber das kommt alles so Step by Step. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne Teamvorschläge machen. So, Mirapla und Tau also sind es auf jeden Fall nicht. So, dann gehen wir auf den Beutel. Ja, gut, das ist egal. Aufs Team entfernen. Genauso wie Mirabla auch. So, die behalten wir auch da mal. Wenn sie Flottbälle, glaube ich, erhöhen die Initiative. So. Mal gucken, ob wir in unserem ersten Trainerkampf haben. Oh, Pikachu hat was gefunden. Pika, Pika! Pikachu hat eine Pflanze, wer hat es gefunden? Eine Hemibeere. Das passiert natürlich auch öfters mal. So, du hast natürlich noch nichts. Boah, was hast du für ein cooles Pokémon? Ich hole mir nachher mein Lieblings-Pokémon ab. Da können wir kämpfen. Oh, das ist cool. So, haben wir sonst noch was? Nein. Ansonsten nochmal nichts weiter. Dann nehme ich den alten, spreche ich den etwas älteren Herr hier an. Du versuchst Pokémon zu vervollständigen. Du versuchst den Pokédex zu vervollständigen. Da gebe ich dir einen Rat mit auf den Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf den Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Du kriegst mehr als genug geschenkt von den ganzen Trainern. Nur mal so nebenbei. Ist das ein Pokémon, das du bei dir hast? Hä, wie cool. Ich finde es klasse, dass man seinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann. Wann immer man will. Ach, gucke mal einer an, wie man da haben. Die kennt man doch. Jesse und James von Team Rocket. Wie cool. Was? Was willst du von mir, Knips? Warte, dass du wegkommst. Das war Dalli. Du willst hier durch? Ich hab Pech gehabt. Dieser Weg ist gesperrt. Wir halten hier gerade Wache und nehmen unsere Arbeit sehr ernst. Naja. Das sieht man schon. Was haben wir hier? Die Trainerschule. Okay. Da ist noch einen. Ich werde übrigens nicht mit jedem einzelnen Charakter sprechen. Das ist nebenbei gerade. Es dauert mir dann auch immer zu lange und ich will auch ein bisschen was in der Story schaffen. Hallo, du kommst aus Alabastia, stimmt's? Ja. Oh, was haben wir hier? Ach, hallo, du kommst aus Alabastia, oder? Du hast, der andere hat mich auch gerade genau das gleiche gefragt. Da kannst du sicher, Professor Eich. Ja. Es ist meine Bestellung für ihn reingetroffen. Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Könntest du zu mich zum Professor bringen? Ich habe gleich mal eine Option gehabt, ob ich sage, dass ich auch Nein machen könnte. Ich hätte sagen können, nö, mache ich nicht. Aber trotzdem, das Paket vom Angestellten. Ja, richte Professor Eich einen Gruß von mir auf, das ist cool. Willst du sofort zum Professor Eich kommen und dann zurückgehen? Ja, das machen wir auf jeden Fall. So. Hey Eichi, Alter. Alter Audigen. Ach, hallo. Verstehst du dich mit Pikachu? Ja. Nanu? Pika,
Oh, ist das cool. Na, dann schau dich aber. Weil du seid ja schon ganz schön unzertrennlich, wa? Du scheinst das Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwas für mich? Ja, das Paket. Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, sie mir extra herzubringen. Professor, mein Evoli... Hä? Was? Ah, wie cool ist das denn? Ist Pikachu einfach so in dir hochgeklettert? Ja. Ja, da kommst du gerade richtig an. Mich hat gerade eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Och, Himbeeren. Wegen so ein paar Beeren. Okay. Die sehen lecker aus. Nicht so schnell. Die Schleckermoll. Diese werden sich für Pokémon gedacht. Wirfst du eine Pokémon an die Himbeere zu, bevor du das mit einem Pokéball anvisierst, freut er sich riesig darüber, dass ich daher etwas leichter fange. Sag sie das gleich. Ich hätte die Bären beinahe selbst gemampft. Da wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder neben ein paar wenige besonders auf sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Oder habe ich bestimmt. So. Jetzt mache ich nach der Folge. Ich muss mir unbedingt gleich einen Kaffee machen. Ich brauche Kaffee gleich. Gut, dann gehen wir rein. Augenblick, stopp! Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fang von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir! Unser erster Trainerkampf, liebe Leute. Wie cool. Wenn er herausgefordert von seinem Rivalen, dass das Evoli ein, was er bekommen hat. Und außerdem das spricht genauso wie das Pikachu. So, Pikachu setzt auf jeden Fall erstmal am Anfang seine Donnerschock-Attacke ein. Das heißt, wie gesagt, Joel, hat den Namen meiner Freundin. Lieben Gruß. So. Dann weiter Donnerschock. Es gibt übrigens keine Fähigkeiten. Also Pikachu hat nicht zum Beispiel Statik. Gut, dass ihr da Bescheid weiß. Das ist ein bisschen auf die erste Generation auch ein bisschen angelegt. Also ein bisschen Retro-Style. Eventuell machen wir Let's Go Pikachu. Danach. Let's Go Evoli. Noch danach. Aua. Tut mir weh. Jetzt ist aber auch mal gut. Oh, tschüss Evoli. So, 20 Erfahrungspunkte und übrigens Level 7. So, wir haben unseren ersten Trainerkampf sogar gewonnen. Sehr schön. Ah, läuft doch. Oh Mann, beinahe hätte ich den Wunsch nicht so vorgenommen. Wie peinlich. Ich hätte meine Pokémon von uns im ersten Kampf so richtig trainieren sollen. Lass es bald mal wiederholen. Ja. Da war dein erster Kampf. Dein Pater Pikachu hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Hat es. Und ich mag Pikachu auf jeden Fall. Das ist ja nicht nur die Titelfigur. Schau mal hier. Oh, warte mal. Wenn Pikachu so auf dir sitzt, wird ihr zwei wie schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe das genau das richtige Geschenk für euch. Ein sportliches Set. Das sind genau diese Klamotten, die ich meine. Aber ich warte auf ein bestimmtes. Wenn der Pikachu dieses Set ansieht, könnt ihr mit dem Partner Luke auf Reisen gehen. Huch. Nanu? Pikachu sieht überglücklich aus. Führe die Anzahl der Joel, bewege sie, um sie zu streicheln. ZR-Taste und sie einfach streichen. Okay. Warte mal, ich muss jetzt gerade ein bisschen mich orientieren. Das ist. Haha! Wie cool ist das denn? Ja, wir können mit Pikachu auch so ein bisschen interagieren. Das ist ganz gut. Oder interagieren, so ist es richtig. Da wollte ich immer nur deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Pikachu sich wahnsinnig freuen, wenn du sich um dich was kümmerst. Wenn du den X-Knopf drückst und im Menü Joel spielen auswählst, kannst du mit Joel spielen, wenn immer du willst. Okay. Gut, dann gehen wir weiter in der Story, beziehungsweise in dem Ding so nahe. Wir haben ja so viel zu tun. Das wird kein einfach mal durchwaschen, sondern das wird einfach... Wir haben Spaß.
So, was haben wir hier? Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Pokémon Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Also komm ruhig mal vorbei und schau dich um. Weißt du was? Jetzt gleich Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Einen Trank bekommen. Den brauchen wir auf jeden Fall. Auch damit machen wir gleich nochmal auch an. Wenn Trainer gegeneinander antreten, kommt es vor, dass Pokémon dabei verletzt werden. In so einem Fall solltest du ihnen Tränke geben. Gut, das ist natürlich klar. Wir haben wieder Radfratz, also wieder jede Menge Radfratz. Und ich glaube, der Herr möchte nämlich jetzt kämpfen endlich. Wenn zwei Trainer sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit einem Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen. Los geht's. So. So, dann haben wir das auch. Also, Pikachu geht auch in den Kampf. Endlich. Pikachu, Donnerschlag-Attacke. Ja, macht das noch nicht ganz so. Es hat es paralysiert. Das heißt, die Initiative sinkt und es kann wahrscheinlich auch nicht angreifen. Oder könnte theoretisch wird es nicht angreifen können. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance sind. 10%, 20%? Ich weiß es nicht genau. Ich kenne die Werte nicht auswendig. So, gehen wir nochmal drauf mit Donnerschlag. Das gibt 12 Erfahrungspunkte und wir haben unseren Freund, den Knirps Alex, besiegt. 3 Pokébälle, das meine ich. Wir kriegen nach dem Trainerkämpfen so immer noch ein paar Geschenke neben der Kohle dabei. Daher. Was ist unsere Wale hier noch? Hey, schreit sie aber beide Ohren, Griff Gaming. Was ist denn los? Du hast den Kampf gegen einen Trainer gewonnen? Coole Sache. Ach ja, ich wollte dir noch etwas sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie im Pokédex hinter, also das Haus mit dem roten Dach. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Bei den Zustand deiner Pokémon nach Kämpfen mit gutem Auge, ja? Genau, das rote Dach ist das Pokémon-Center und das blaue Dach ist der Pokémon-Supermarkt. So, wir gehen mal ins Pokémon-Center und das zeige ich euch mal, wie man Pokémon heilt. Willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Ja, bitte. Okay, dann nehme ich dein Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Natürlich könnt ihr, wie gesagt, auch weiterhin Teamvorschläge machen und alles drum und dran. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, welches Team ich nehme. Wie ich mein Team aufbaue. Könnt ihr da gerne auch mal mit ran. Natürlich auch ein bisschen was für die Community machen. Lieben Gruß. Ich müsste mal meine Facecam holen, also eine Webcam holen. Dann seht ihr mich auch. So ist es gerade wie meine, ist nämlich kaputt gegangen, die ich mal hatte. Was haben wir hier? Ist das ein Pokémon, das ich dabei der? Cool. Ich finde es klasse, dass man mit seinem Pokémon spazieren gehen kann, wann immer man will. Ja, man kann nicht nur mit Pikachu spazieren gehen, also Pikachu bleibt auf jeden Fall draußen, wie das auch in der Story, beziehungsweise im Anime so ist. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein zweites Pokémon hast, mit dem zweiten noch mal spazieren gehen. Oder ihr könnt. So, dann gehen wir kurz noch schnell, bevor wir jetzt wirklich auf die Reise gehen, gehen wir noch schnell mal ins in den Pokémon Supermarkt und wir kaufen ein paar Tränke. 11 Tränke. Ja, bitte. Wer weiß, ob wir die gebrauchen können. Oh, warte mal. Ich brauche ein paar Items. Gegengift und so. Ja. Tja, mehr brauchen wir nicht. Alles andere haben wir. Gut. Gut, dann machen wir das auch. Dann gucken wir jetzt gleich mal uns, bevor wir dann Richtung Vertania-Wald aufbrechen, hier unten mal eben vorbei. Warte mal, ich glaube, hier oben ist eigentlich immer ein verstecktes Item, ein versteckter Trank. Ich kann es aber noch nicht versprechen, dass der auch diesmal hier liegt. Man kennt so zwischendurch mal die Kniffe. Genau. Ja, und es gibt noch eine Änderung mit den VMs, wo ihr gerade den Schneiderbusch gesehen habt. Es gibt keine VMs mehr so wie wie ihr das aus den alten Generationen kennt. Aber auch das werde ich euch dann natürlich zum richtigen Zeitpunkt zeigen. Guck mal, ein weibliches Nidoran. Das haben wir auch noch nicht im Pokédex. Hallo Nidoran. Genau, man kämpft nicht mehr gegen Pokémon, sondern versucht sie einfach zu fangen.
Übrigens auch die legendären Pokémon haben auch eine kleine Änderung mit drin und alles drum und dann. Aber auch, wie gesagt, das zeige ich euch, wenn es dann irgendwann soweit ist im Laufe der Story. 22 Erfahrungspunkte bekommen auf Nidoran für einen neuen Eintrag. Sehr schön. Ich lese übrigens nicht jeden einzelnen Statusbeitrag vor. Ihr seht ja, könnt ihr das Video auch gerne mal anhalten und alles drum und dran. So, da oben ist wieder eins. Also wir können noch eine kleine Fangserie starten. Ich glaube, hier gibt es auch das männliche Nidoran. Ich müsste eigentlich jetzt mal nachgucken. Jawohl, ein großartiger Wurf. Sonst mache ich das jetzt mal gerade, während der jetzt hier sich das Nidoran jetzt holt. Und dann mache ich das jetzt gerade mal ganz anders. So, Pokémon, let's go, Pikachu. So, ich will mal gerade ganz kurz. Da kann ich euch nämlich auch zeigen, welche Pokémon auf den einzelnen Routen auftauchen. Muss ich gerade gucken, ob ich hier eine Komplettlösung habe. Dann kann ich also nämlich das ein bisschen besser sagen. Eine Sekunde. Ich muss es mir so raussuchen. Keine Komplettlösung drin. Doch, genau. So, ich gucke jetzt gerade mal. Das. Route 1, Vitania City. Route 2. Okay, das ist das. Ist das Route 9 oder was? Ich weiß es gerade nämlich nicht auswendig tatsächlich. Ne, wirklich nicht. Also ich muss jetzt immer nachgucken. Ich weiß es wirklich nicht. Ganz kann nachgucken, weil ich irgendwie die Route nicht finde. So, Pikachu reicht Level 8 nebenbei. Eine weitere Fangserie, wunderbar. Nidoran brauchen wir tatsächlich nicht im Team. So, Beutel. Pokémon Box. Aus Team entfernen natürlich. Aus Team entfernen. So, an Professor schicken. Das heißt, ich schicke gerade alle vier kurz rein. So, bitteschön. So, Flottbonbon, Energiebonbon, Gipsbonbon. Sehr gut. 4-7 Pokémon geschickt. Wir bleiben weiterhin bei Pikachu. Da können wir schon den Trainer noch was. Ich habe das Gefühl, das war wirklich ein Duran hier ohne Ende. Oh, unser Rivale. Wolltest du doch bei der Pokémon-Liga vorbeischauen? Da kann man gegen die stärksten aller Trainer kämpfen. Gegen die Top 4. Ich hätte die Top 4 zu gerne mal in Aktion gesehen, aber das Personal der Pokémon-Liga lässt der Trainer mit allen Arena-Lorden durch. Der F1. Wir müssen unser Bestes geben und immer stärker werden. Ich weiß, worauf ich aus will. Ha? Lass uns kämpfen und stärker werden. Genau.
So. Er fängt mit einem Taubsi-Witz an. Das ist richtig sehe. Gut, da kriegt er jetzt irgendwie noch einen Donnerschlag drauf. Das müsste das Taubsi eigentlich direkt grillen. Tut's auch. Und jetzt kommt er mit seinem Evoli. Das dürfte aber nicht, dass ich Level 7, okay? Das könnte mir schon ein bisschen größer Problem machen. Aber wir waren, glaube ich, eben auch Level gleich Level. Das ist jetzt ein Tackle. Bleib mal bei der Attacke. Jetzt mit Rückzug, kommt er mit Rückzug. Das ist bei ihm ein Step-Bonus, das ist das Problem. Also gleiche Attacke wie Pokémon-Typ. Normale Attacken sind bei ihm noch etwas stärker, aber es reicht, um auch den zweiten Kampf gegen unseren Rivalen hier zu gewinnen. So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn sie weitermachen, schaffe ich es garantiert bis zur Pokémon-Liga. Ja, irgendwann machen wir das auf jeden Fall aus. Das ist sogar ein männliches Nidoran. Das ist nicht nur weiblich. Ich bleib noch hier. Na, ja, das ist vielleicht nicht dann. Na schade, ich hätte jetzt gedacht, dass wir da zumindest einen perfekten Fang hatten. Aber nicht ganz. Oh, 22 Erfahrungspunkte. Aber wir müssen immer mal so schnell wie möglich unser zweites Teammitglied fangen, ne? Das ist wieder ein weibliches, das können wir tatsächlich auch noch direkt fangen. Gut, Nidoran ist gefangen worden. Wir haben eine weitere Fangserie. Sehr schön. Es gibt übrigens auch kleine Pokémon und riesige Pokémon so nebenbei gerade, aber die erkennt ihr. Oh, guck mal, das nächste direkt. Ich glaube, es gibt hier nur weibliche und männliche Nidoran. Immer noch nicht. So. Pikachu reicht übrigens mittlerweile Level 9. Doppelkick. Das kann uns durchaus helfen für den ersten Arena-Kampf. Ihr wisst ja, dass es Rocko ist. Also. Das heißt, Nidoran ist sogar schon Level 4. Dreierfangserie, sehr schön. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Warte mal, dann schmeiße ich in die bei Pokémon noch raus. Team. Wir sind alle drei. Ich brauche keine drei Nidoran im Team. Einen Professor schicken. Ja, bitte. So, Stärke-Bonbons. So, liebe Leute, dann würde ich aber sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann machen wir uns mal wirklich so langsam Richtung Vertania-Wald auf. Das geht dann also quasi hier vorne weiter. Team Rocket hat sich verzogen. Und wir können unseren Weg fortsetzen in die große, weite Welt. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu.